Da kommt die große Bahn. Hast du schon angefangen? Ja. Da kommt der große Zug gefahren. Nach vorne. Da fährt ein großer Zug. Wo fährt er hin? Der fährt einmal quer durch den Park, also einmal um den ganzen Park durch. Mal mitfahren? Willst du? Wo hält er an? Ja, ich weiß nicht. Schau ja mal vorne, oder? Der muss doch irgendwo da vorne halten, oder? Ich hab keine Ahnung, da steht auf der Karte drauf. Ich schau mal auf die Karte. Jetzt ist das Drachenboot wieder. Der muss da vorne halten, hier gleich. Ja, wir haben eine russische Karte. So, da ist der Bahnhof. Ja, der hält. Da fahren wir mit mal runter, oder? Hä? Eine Runde fahren, dann sind wir auch alles, was der Park hat. Da sind wir, was der Park alles hat, oder? Da ist die Achterbahn, die coole. Die geht richtig in den Marken. Ja, was haben wir zum Fahren eigentlich? Ha? Was kann man fahren? Achterbahn? Die ist richtig cool, die ist richtig geil. Ja, wir sind ja gerade einmal hier wahrscheinlich. Nee, das Drachenboot ist da. Da ist das Drachenboot. Und wir werden können, da ist noch der Butterfly, den hätten wir machen können. Butterfly. Das ist das Teil hier. Das ist cool, als Eingewöhnung. Ja? Gehen wir doch zum Butterfly. Ja. Also nicht, der fährt nur einmal aus rum, oder? Der fährt einmal hier außen rum. Wie lange dauert das? Keiner weiß es noch. Ja, fahr mal kurz damit halt. Wir wollen den Zug fahren. Komm mal eine Runde Zug, oder? Da kann ich ja Pause machen. Da hat doch ein. Ja, ganz hinten. Ab in der Wien. Leider ist da hinten ganz ein Bindernbabbler. Können wir jetzt sehen, was da alles hier ist? So, jetzt haben wir einen Zug, ja? Genau! An? In Schloss Thurn. Genau, Schloss Thurn. Unser mini-fränkische Schweizzug, ja? Genau. Aber schöner Waldzug. Ja. Bahnhofstation Romantikklasse. Romantiksaal. Bitte während der Fahrt aufspringen. Der Zugführer. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Wir haben bezahlt, also fahren wir mit dem Zug. Als nächstes erreichen wir den Bahnhof Romantiksaal. Okay, haben wir schon. Wir sind schon da. Herzlich willkommen auch hier an die neu zugestiegenen. Nun fährt die Bahn am barocken Schlossgelände vorbei. Hier kann man wunderschöne Feste und traumhafte Hochzeiten feiern oder aber in der Westernstadt tolle Party schmeißen.
Schloss Thurn wurde erstmals 1422 urkundlich erwähnt. Der Name kommt ursprünglich vom Wort Turm und hat sich dann im Laufe der Zeit zu Thurn entwickelt. 1735, also fast 300 Jahre später, bauten die beiden Domkapitulare Franz und Philipp Horneck von Weinheim das Bauwerk in ein barockes Wasserschloss um. Heute ist das Schloss bereits seit über 250 Jahren in Familienbesitz. Der vollständige Familienname der gräflichen Familie lautet Graf von Benzel Sturmfeder Horneck. Aktuell wird der Schlossbereich von Benedikt Graf Benzel und seiner Familie bewohnt. Sein Vater, Hanfried Graf Benzel, gründete 1974 den Erlebnispark Schloss Thurn, in dem ihr heute euren Tag verbringt. Aus der ursprünglichen Idee, einen Freizeitpark mit Damm und Rotwild und einer Westernstadt zu eröffnen, hat sich in den letzten 40 Jahren ein erfolgreiches Familienunternehmen entwickelt. Vielleicht waren die Erwachsenen unter euch auch schon als Kind mit ihren Eltern hier und sitzen jetzt mit dem eigenen Kind in der Eisenbahn? Noch nicht. Unsere Devise lautet nicht höher, schneller und weiter, sondern wir sind ein Park mit einer einzigartigen Mischung aus Natur, Fahrspaß und Showprogramm, in dem man einen unvergesslichen Tag mit der ganzen Familie verbringen kann. Seit Anfang 2018 setzen wir zusätzlich noch ein Zeichen für mehr Nachhaltigkeit und betreiben den gesamten Erlebnispark mit 100% Ökostrom aus Wasserkraft. Grüß Gott, hier spricht Benedikt Graf Benzel. Als Kind bin auch ich hier mit Pferden, Cowboys, Rittern und Tieren groß geworden. Es freut mich sehr, dass Sie heute mit Ihren Kindern, Freunden und Verwandten bei mir im Erlebnispark Schloss Thurn sind, um Ihre gemeinsamen Erlebnisse zu teilen. Safari. Denn meine Philosophie und auch die meiner Mitarbeiter für den Park ist, miteinander den Tag erleben. Safari. Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß hier im Erlebnispark Schloss Thurn. Die Lamas. Okay, oder? Ja? Deiner ist sogar nicht mit Straße gekreuzt. Ein Königreich für Lama. Ja, wir sind Touristen. Ja. Bitte nicht spucken. Bist du das Lama? Ein Königreich für Lama? Da ist auch noch ein Lama. So. Jetzt geht's hier so im Wald. So heißt es einfach. Okay. Nicht so wie halt wie bei einem Europa-Park. Im Europa-Park hat es wirklich echt einen Schwebezug. Der schwebt richtig, ne? Ja. Jedenfalls da, wo ich das Kind war, hat er noch richtig geschwebt damals. Wunderschön eigentlich, es ist richtig so eine Art Rundfahrt hier drin, mit Erklärung alles. Begrüßung. Du kannst den ganzen Tag durch den Wald fahren. Ja. Oder durch die Familie-Schweiz. Das ist ja cool, wenn es sowas geben wird, oder? Ja. So ein Zug, so ein Kleinzug. Ein Kleinzug. Ja.
Weil der große Zug ist schon cool, aber zu kurz, oder? Die Fahrt. Ja. Willst du schnell rum, Daumen? Ja, ist das fahren, aber. Ja. Das ist ja gerade das fahren, der schöne Zug. Alles hin, oder? Meine Runde hat man mitfahren, oder? Yes! Do it! Ey, was da ist die Floßbahn, also die Floßfahrt? Alles, so kann man alles sehen, als nächstes oder? Erreichen wir den Bahnhof Märchenland. Wir sind schon Märchenland. Ja, also jetzt geht's ins Märchenland. Ah. Nein, das ist der Bahnhof Märchenland, hat er gesagt, reichen wir. Wir haben einen Bahnhof für schon hier, Märchenland. Guck, Bahnstation. Ja, ich glaube, jetzt wird's Märchenland hier. Ja, ist Märchenland, ja, ist Märchenland. Eine Frage, warum kriegen wir mein Geschirr? Ja, das ist auch so ein richtiges Märchen. Da haben sich die Prinzessin gebadet. Ja, da sind jetzt so dreckig geworden. Krokodile drin so. Ah ja. Aber keine Angst, das ist auf der Brücke. Also den Schwebezug hast du nicht viel erlebt, aber hier siehst du mehr, gell? Ja. Da weiß man nicht, ne? Müsste man ausprobieren. Also ich sehe von hier oben hier, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Westernstadt kommt jetzt. Ja. Westernstadt. Komm jetzt in die Westernstadt. Als Kind haben sie doch hier so Shows gemacht. Ja, so, aber das war Ritter. Nein, hier war die Western-Show und hinten war die Ritter-Show. Ritter-Show, genau. Aber ob sie jetzt um die Uhrzeit noch eine machen? Nee. Da musst du den ganzen Tag kommen. Müssen wir den ganzen Tag herkommen? Ja. Ich meine, 19 Euro war jetzt okay, oder? Ja, für 19 Euro habe ich gesagt, ja. Für 19 Euro, für 31 Euro, nein. Für 19 Euro, ja. Ja, die Westernstadt. Und wir da dann raus? Jetzt also noch runter mit. Willst du mir gar? Dann ist eine Stunde vorbei, dann mach dazu. Seht doch alles. Ja, du willst sowas fahren, oder? Ja, fahren wir dann wieder raus, dann lässt er schon zu. Wenn sie noch offen haben. Schauen wir mal. Das ist doch gleich wieder am Bahnhof, oder? Gut, alles klar. Ja, alles klar, Justus. Dann machen wir dazu. Ich glaube, wir fahren da eine jetzt mal. Aber die machen dann hier zu, die Tür, guck. Ja. Wie bei Jurassic Park, ja? Ja. Jurassic World. Ja. Weißt du, so weiß ich jetzt, was das alles hier hat. So kann ich mal sehen. Und dann kann man eben mal herkommen und dann richtig durchgehen. Ja. Ja. So, alle machen wir eine Durchführung, danach fahren wir was und dann... Ja. Wenn die Fahrgeschäfte nach vorne, haben wir noch die Ruderboote, Drehboote.
Die fahren bestimmt noch, ne? Ja. Ja, die fahren doch klar, die haben brauchst du keine. Ja, so stinkt's in München in der U-Bahn, ey, immer gut. So riecht es in München. Ja. Was ist denn da jetzt? Die Wasserbahn, ne? Ja, Wildwasser. Regnen, oder? Boah, hier riecht es so richtig nach Western, oder? Ja. Nach der Feierabend? Ja, ich glaube, das ist einer der Hauptstationen noch. Hier. Schau mal auf die Karte. Ein bisschen was jetzt eigentlich. Hier sind wir. Das ist vorbeigefahren, ja. Genau, hier ist dann die Station, hier. Dann kommen wir jetzt zum Freefall Tower und dann kommen wir dann da zur Achterbahn. Ja, wenn der Erik weiterfährt, wie lange dauert das? Ich glaube, der Trainier, der fährt jetzt gleich weiter. Normalerweise müssten wir jetzt aussteigen, aber es ist nichts los. Alles klar, danke. Sehr gut. Jetzt geht's weiter, ne? Wir bleiben so lang, bis die Sachen raus. Bis die Sachen raus. Raus hier. Raus hier. Wir schon eine Pizza an? Raus, schaut raus. Na, keine Hormone. Schaut nach Regen aus. Ja, scheißegal. Das fängt doch jetzt nicht an zu brennen, oder? Zu regnen. Hey, wurscht. Es ist nur Kopfsache. Naja, es ist viel Zeug da. War echt eine coole Westerstadt. So, wir warten, bis jetzt hier wieder weiterfährt. Bis zu der Station, wo wir eingestiegen sind, dann steigen wir da aus und dann schauen wir uns alles an. So haben wir jetzt mal hier eine Rundfahrt gemacht. Die grillen da, da kann man das Grill essen. Ja. Wir haben jetzt mal eine Rundfahrt gemacht. Da hat seinen Wagen betankt, glaube ich, durch Wasser. Wir haben es sauber gemacht. Also er braucht da 25 Minuten, wenn er ganz rumfährt. Um den ganzen Park. Genau. Und hier ist meist der Hauptstation, Hauptbahnhof. Schau, schau. Ja, Justus, ich glaube, du musst runter. Schön Platz nehmen hier. Schau mal, was in Ordnung ist. So, wo sind die Cowboys? Wo sind die Cowboys?
Ich bin ein Cowboy. Echt? Ich bin ein Cowboy. Ist das ein Hut? Ja, schön hier, oder? Sehr schön. So. Ich hoffe, du bist heute im Freibad. So Wetter ist nicht. Eine Stunde. Oh, ist kalt. So. Wir laufen durch die Westernstadt jetzt. Wir laufen durch die Westernstadt. Dort nicht so lang. Ja, jetzt wieder los. Silvester? Ja. Wann fahren Sie eigentlich wieder los? 45 Sekunden. Wollen wir rein? Fahr halt. Also, fahr mal nicht so. Weißt du was, wir hocken uns das ganze hinter den scheißegal jetzt. Hast du? Kannst doch drüber gehen, oder? Nee. Ja, kannst drüber gehen. Ist doch offen, hier. Ja. Aber nicht für uns geeignet. Ist doch eh keiner los. Ist doch nichts da. Kann man ganz so lachen. Willst du die vor Achterbahn mit der VR-Brille fahren? Ja. Schauen wir uns mal an. So, das haben wir die ganze Schluss genommen. Da. So. Da. Der hat gerade geschrien wie in den Geisterhausen von Geist und Wind. Dieser eine. Weißt du noch? Ja. Genauso hat er gerade geschrien. So, sag mal. Diesmal sind wir nicht in Heidelberg, ja, und fahren keine Bergbahn, sondern wir fahren eine Freizeitparkbahn. Ja. Gleich auf dem Park hier. Genau. Interesting. Hallo und herzlich willkommen auf unserer Rundfahrt durch den Erlebnispark Schloss Thurn. Ich werde euch während der Fahrt begleiten und dabei einiges Kurioses und Interessantes über unseren Park erzählen. Gleich rechts seht ihr auf der großen Wiese unsere Kennhütte. Dort findet jedes Jahr in der ersten Woche der Sommerferien unser Schloss Thurn Ferienlager statt. Bis zu 150 Kinder zwischen 5 und 13 Jahren verbringen hier jedes Jahr eine spannende Zeit. Sie schlafen in Tipis, grillen Stockbrot am Lagerfeuer, erleben tolle Abenteuer und können das Parkleben mit all seinen Fahrattraktionen und Shows erkunden. 2016 kam sogar Königin Silvia von Schweden das Camp und die Kids besuchen. Gegenüber, auf der linken Seite, seht ihr unsere jüngste Themenwelt, das magische Tal. Neben unserem Kettenflieger Hexentanz, mit dem ihr elegant durch die Lüfte sausen könnt, und dem Ritterschlag, der euch aus schwindelerregender Höhe in die Tiefe stürzen lässt, findet ihr dort jetzt auch unsere neue Fahrattraktion Fledermausflug. Ein 11 Meter hohes Schaukelschiff, das ihr zusammen mit der ganzen Familie erleben könnt. Also schnappt euch eure Eltern und los geht die Fahrt. Wir haben nun den Bahnhof Achterbahn erreicht, an dem wir ca. 5 Minuten halten werden. Auf der linken Seite findet ihr unsere in Bayern einzigartige Virtual Reality Achterbahn. Also einsteigen, VR-Brillen aufsetzen und in Dino Linos fantastische Welt von Schloss Thurn eintauchen. Seit kurzem könnt ihr sogar selber entscheiden, auf welchem seiner Abenteuer ihr unser Maskottchen Dino Lino begleiten wollt. Ja, gleich vorne. Probier es gleich aus und erlebe ein völlig neues Fahrerlebnis. Ja,
Wir halten einen kurzen. Wir halten jetzt an. Jo. Das 5 Minuten. Yes. Wir steigen hier aus. Gut. Raussteigen. Fünf Minuten Pause. Danke für die Info. Jetzt haben wir was? Guck da, so zur Eisenbahn. Da ist unser Lok. Die Lok. Nee, fährt nichts mehr. Ist Ende. Hast du gesucht einen Ausgang? Wo ist der Ausgang? Du hast da vorne gesagt, oder? Freunde.